habe ich euch erwischt, dass wieder mir hinterherlauft, gell? Ja, steht beim Deal Eulenspiegel und dann natürlich ertappe ich euch. Aber ist schon gut. Seid immer herzlich eingeladen, bei uns, mir auf Krypto TV mit dabei zu sein. Wie geht's euch denn, ha? Geht's euch gut so in euch ein Jahr? Ja? Also ich schaue so aus dem Fenster, der immer, boah, grausliches Wetter heut, so trieb, so, boah, was kann man denn da am besten tun? Natürlich spazieren gehen, oder? Ja, somit, Herr Sechs, ich bin nicht alleine wieder da. Ich habe meinen besten Freund wieder angerufen, an Grund- und Menschenrechte. Den habe ich gefragt, ob es mitgeht beim Spazieren. Er hat gesagt, ja, hey, logisch, er ist immer dabei beim Spazieren. Somit sind wieder mal ich und der Grund- und Menschenrechte in der Stadt beim Schlendern. Weil so praktisch ist, ihr mit euren Monitoren haltet ja die Abstandsregeln somit perfekt ein. So könnt ihr alle mit mir zu zweit mitspazieren. Weil der Grund- und Menschenrechte ist ja meine Vertrauensperson. Darum darf der mit mir immer draußen spazieren gehen. Und ja, dadurch ihr die Monitore-Personen seid, meine werten lieben Abonnenten, seid ihr herzlich dazu eingeladen, mal eine Runde mit mir wieder spazieren zu gehen. Sagen wir mal, gehen wir quer durch die Stadt, weil wir bei Mozarts Geburtshaus sind. Da dann. Das ist das Mozarts Geburtshaus. Sagen wir, bleiben wir beim Mozartplatz wieder stehen. Da machen wir unsere erste große Pause. Bis gleich. Hey Menschenrechte, nicht so schnell. Boah, der ist immer so zackig. Schaut schon mal, wie der rennt. Aber er läuft mir nicht davor, mein Freund. Bis gleich. Ja, also ganz alleine sind wir halt wirklich nicht. Mehr als wie zu Silvester. Zu Silvester waren vielleicht ein, zwei auf dieser Fläche zu sehen. Spazieren wir ja da noch mal später vorbei. Bis gleich. Das hat mir wer geschenkt, weil ich bei den Medien arbeite, hat an den Spruch von Jim Morrison denken müssen, dass der, was die Zeitungen und die ganzen TV-Stationen aufkauft, dann hat bestimmt was das Volk zum Denken hat. Aber sowieso. Das ist nur das halt wo kriegt man denn die Medaillen da? Die muss man sich verdienen. Nein. Jetzt gibt es halt alternative Medaillen. Nein, ein Freund hat das selber bastelt. Hat es mir dann geschenkt. Alternative ja. Medaillen gibt es. Wenn es das dann zum Verkauf. Nein, die ist ja auf dem Kappe. Wenn es sowas dann zum Verkauf. Die machen es ja auch selber. Also der erste Laden, der sich sowas verkaufen traut, den spende ich monatlich, ich kann mir selber nicht leisten, aber 20 Euro Taschengeld. Mal schauen, ob wir einen Aufruf starten können, ein Crowdfunding für einen, der was. Sind mal solche Buttons verkaufen traut. Ein Rucksack was. Hast du mal was gehört von Roland Blocher? Ja, das ist eine ganz wichtige Aktion zumindest. So wird die da dann, oder? Lieblingsbaum. Das ist die Verkabler schauen, dass die Baum nicht gerodet werden, sondern dass Unterleitungen gemacht werden, nicht Oberleitungskabeln.
Ja, richtig, ja. Das war super. Fürs Vieh draußen einfach gesünder und auch für den Menschen. Und ja, man braucht es immer reparieren im Winter, wenn es da Schnee zusammenhaut, die Kabeln. Ja. Und die vier Kabler, die setzen sich halt ein, dass du. Ja, aber haben sie verloren. Ne? Hungerstreik haben sie gemacht auf dem Platz, ja, da ja, ein paar Wochen ja lang. Aber ist. Naja. Ja. Ja, ich weiß. Hinten bist du schon berüstet. Also, du machst es genau richtig. Sein Feind vertreibt, wenn der meinem herzlichst zum Lachen bringt, oder? Ja, mal ein Thema, ne? Die beste Impfung ist Lachen. Magst du einen Preis nehmen? Kann man eh nicht mehr ernst nehmen. Einzige von Eugendorf. Ein Preis nehmen, Schüsse einmachen. Muss ich mal meinen Kälteschutz einmal weg tun? Schüsse einmachen. Ins Wald anbeißen. Säure. Der älteste HNO-Arzt. Durch die Nasen jetzt, oder was? Ja, ich tue so. Okay. Kontaktieren. Du sagst, einen Tropfen Waldameisenurin habe ich alles gekriegt. Ja, nein, keine Ahnung, was da los ist. Ja, mit einem Schuss Apfelessig, ha? Ja. Lecker, hä? Das brauche ich zum Gewinnen. Hi. Gut, alles neu. Das habe ich gehört. Mit Honig. Honig ist dabei zum Anlocken. Für die Waldameise. Aha. Und einen Apfelessig brauche ich zum Konservieren, zum Abspachteln. Das finde ich gescheit, ja. In Apfelessig kann ich mir einlegen. Machen wir Soft und Marinade und trinke so zum. Darum habe ich so eine jugendliche Haut noch. Ja. Nein, Dankeschön. Ja. Also, können wir heute daheim durchatmen beim Spazierengehen. Mich interessiert, dass es auch selber herstellen kannst, oder? Ja, ich fühle das in so meinen Hosensack. In so Sackerlei, in so Flaschenlei. Und wie erntet man, wie mögt man da die Ameisen? Ja, das muss ich da ausführlich erklären. Mit Plexiglas. Ein Plexiglas? Ja, die tun die auch spucken. Die ja Waldameisen dann spucken. Ich habe gesehen, dass man so ein Taschentuch drüber legt und dann ja, vom Mund halt. Ja, kann man es auch tun. Aber nicht so lange haltbar. Ja, das ist was für einen Moment halt. Dann. Ja, und mit deinem Flascherl hast du das, bis du sie verbraucht hast, gut verschlossen. Man kann man es. Das 3, 4 Monate, 5 Monate einquentern, einlagern. Ohne Frost oder irgendwas. Jetzt und dann braucht man keine Spritzerl, wenn die Ameisen kommen. Und ja. Das ist ja der älteste HNO-Arzt. Ja, die einen möchten sich jetzt etwas impfen lassen und wir ja können und wir ziehen uns einen Ameisenurin durch die Nasen. Und der Vorreiter ist jetzt in der Menschheit rundum der bayerische Schnupftabak. Aber nicht so wirkungsvoll halt. Das ist ja ein bayerischer Schnupftabak. Ein Schweizer. Ah, ja. Also, heute haben wir einen bayerischen Schmerzschützenhilfe mit dabei. Ja, jetzt noch Silvester kann man sich wieder sagen, ob man sich regeneriert. War aber echt eine coole Sache zu Silvester in der Stadt. Also ja, cool. Eindrücklichst kann man sagen. Super, ja, cool. Wir haben ganz gemütlich gemacht. Super, ich war wieder ein halbwegsvolles Haus. Ja, ich bin mehr davon noch mit. Ich bin von hier. Thank you.
ganz kurzerhand die zwei Kabel geschüttelt, in der Mitte auseinandergeschnitten worden. Und dann war ein Kabel geschüttelt. Im Radio habe ich nur nicht gehört, weil es dabei nicht der Zeit Anscheinend ist der ORF auch da. Da sind wir ja wieder mal beruhigt, dass wir ja, tolle Regisseure unter uns haben. Die Polizei ist auch da. Die wird uns wieder begleiten und aufpassen, dass kein Unfug treibt, dass alles sicher abläuft. Da braucht sich keiner fürchten beim Spazierengehen, weil keiner alleinig ist. Ja, wir sind auch noch immer mit dabei, gell? Ich mit meinem Freund, den Grund- und Menschenrechte und ihr mit dem Sicherheitsabstand hinter den Monitoren. Ha. Ja, wie ihr seht, es geht ganz schön zu. Okay, dann schauen wir mal wieder weiter. Ich glaube, rost ich mal die Füße ein bisschen aus und nachher marschiere ich wieder weiter. Bis dann. Wir sind Verein Ramming. Aha. Oberösterreich. Wo dran war, kann ich ja, wir müssen am Zeugspagaten unterstützen, dass da was weitergeht. Und sagt, macht bis sie sich im Mühlenbein spazieren gehen. Was habt ihr denn da drauf? Also ihr habt es auch begriffen, was das Immunsystem stärkt sozusagen. Da haben wir noch was. Aha. Ja, brav. Ja, das Sandland sind die da. Ah, aus dem Burgenland. Da haben sie, ihr zwei habt es rüber gemacht. Ja, genau, Oma besucht. Wenn wir wieder zurückdürfen, wissen wir noch nicht. Ohne, dass die Quarantäne kommt, gell? Genau. Aber da schauen wir, dass wir keine Grenzen. Ja, aber wirklich brav, ja. Also beim Rüberfahren sind wir aufgefahren. Echt wahr? Ja, ja. Okay. Und dann habe ich so da als Schuss gesucht, dass ich das alles. Es ist wieder ein Haufen Leid, Kosten und Mühen nicht gescheut.
Und ihr vertritt jetzt also die Beinchen heute bei netten Spaziergang. Ja. Ja, weil das Wetter so schön schier ist, dass man es nur nichts Besseres machen kann. Ja, was machst du daheim? Ja. Bei schierem Wetter bleibt doch keiner daheim. Das schönste, schierste Wetter, da geht man spazieren. Bunter wird's, umso öfter man spazieren geht, kommt mir vor. Also immer bunter. Und man schaut, da. Ja, filmen. Da gibt es ein Kreuzfeuer, oder? Ja. Ja, heute sind die ganzen Chronisten unterwegs. Ja. Die Polizei. Dann kann ja schon keiner was löschen, oder? Das Corpus Delicti ORF wird gefilmt. Ja, mal schauen, vielleicht sind sie brav. Ja, alles Gute. Servus, Roland. Grüß dich. Ja, gut's Neues. Grüß dich. Grüß dich. Gut's Neues. Dir auch. Alles Liebe. Ja, sind wir ins neue Jahr gerutscht, gell? Und so ein Sau wieder, da muss man spazieren gehen. Ja, wir waren ja in Linz und es war ein Wahnsinn, was sie dort abgespielt hat. Also es ist, ob sie 7 Meilen Stiefeln beim Spazieren gehen, von Linz nach Salzburg. Ja. Aber es war wunderschön, nur liebe Leute, ja. Also traumhafte Demo. Also, wir sind mit der Menschheitsfamilie spazieren gegangen. So ist es. Und die Linzer sind sowieso unsere Freunde, so wie österreichweit alle sein sollten, die ein bisschen das Hirn einschalten. Das klingt ja souverän, hä? Ja. Freut mich auch hier dabei zu sein heute wieder. Aber es werden immer mehr. Ja, schön. Wenn man schaut, das ist wirklich wunderschön. Ja, man hat sich schon halbwegs regeneriert ins neue Jahr eine. Wow, ein lustiger Rutsch. Heimlich. Das ist einfach so heimlich aus. Hallo liebe Mitmenschen, schön euch alle zu sehen. Wenn Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht und Gehorsam zum Verbrechen. Gemeinsam setzen wir heute wieder ein Zeichen und treten für unsere Freiheit und für unsere Grundrechte ein. Es gibt immer noch viele, die uns belächeln und die sagen, das, was wir machen, ist zwar schön und gut, aber wir zeigen auch keine Lösungswege auf. Ich sage euch, selbstverständlich tun wir das. Wir fordern die sofortige Beendigung aller Maßnahmen und die...
Und die Unsummen, die Abermillionen, die jetzt ausgegeben werden für sinnlose Massentests und Impfungen, sollten besser gesteckt werden in den Ausbau, in die Infrastruktur der Alten- und Pflegeheime, generell in eine bessere Bezahlung für das Pflege- und Hilfspersonal und in die Bildung. Liebe Mitbürger, macht einen Wirbel, lasst euch von euch hören, auf geht's! Ja, der Weihnachtsbaum, der mir auch nicht, na ja, mit dem mitgenommen. Hey, Andi. Ein Schwitterer. Ja, geile Videos, Alter. Das ist dein, ja, war wo uns die Nasen hinführt. Thank you.
Ja, gestern war ich in Lied. Da waren die. Ja, genau. Sogenannte öffentlich-rechtliche.
Natur, Friede, Freiheit, Feinde der Natur, Friede, Freiheit.
Thank you.
Entschuldigung, danke. Beide Seiten einladen. Keine Diktatur! Friede!
Diktatur! Friede! Freiheit! Keine Diktatur! Nehmt die Maske ab! Nehmt die Maske ab! Nehmt die Maske ab! Lügenpresse! 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 Ihr macht eure Lügen, Alter. Schämt euch, ihr seid die neuen Nazis. Aber ihr seid die Nazis, die neuen. Ihr werdet euch verantwortlich. Nürnberg wird kommen, das zweite Nürnberg. Ihr werdet es annehmen. Schämt euch, schämt euch, schämt euch, schämt euch, schämt euch, schämt euch. Hallo, nicht aggressiv sein. Nicht aggressiv sein. Das bringt nichts. Das bringt ja nichts. Wie falsch bin ich denn? Der Scheiß-OF bricht er die ganze Zeit über Boden. Aber Salzburg hat immer neutral berichtet. Komm. Am besten deeskalieren. Ich gehe zur nächsten Location. Solidarität. Friede. Freiheit. Solidarität. Thank you.
Schirmerschlagen, ha? Hast du schon durchzieht? Wahnsinn, hä? Ja. Das kann man Monitor dann machen. Du ja, so. Nicht leichter. Ich wollte noch. Ja. Grüß dich. Beste. Ja, ich bin ganz gespannt.
Liebe Freunde, ein letztes Mal für heute. Friede, Freiheit, keine Diktatur. Friede, Freiheit, keine Diktatur. Friede, Freiheit, keine Diktatur. Friede, Freiheit, keine Diktatur. Friede, danke an jeden Einzelnen, der heute wiedergekommen ist. Nächste Woche, 14 Uhr, selber Treffpunkt. Ich freue mich über, oder wir freuen uns über jeden, der kommt. Salzburg heute so zusammengekommen ist, um ein Gesicht zu zeigen für Frieden und für Freiheit und für unsere Grundrechte. Morgen Abend treffen wir uns um 18 Uhr hier am Residenzplatz für einen gemeinsamen Lichtermarsch mit Kerzen oder Laternen. Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele von euch kommen würden. Genau. Und nicht nur in Salzburg stehen wir auf der Straße, heute steht auch Wien auf der Straße. Großdemonstration läuft gerade jetzt. Nürnberg kämpft für seine Freiheit. Gestern war unterwegs Graz und Ried im Innkreis und Scherding und überall. Heute in der Nacht war ein spontaner Fackelmarsch in zwei kleinen niederösterreichischen Dörfern.
die einfach gesagt haben, es reicht, wir gehen jetzt raus. Und alle gemeinsam stehen wir in Wien am 16., 17., 18., auch vor allem am 16. Jänner. 9 Bundesländer, ein Ruf. Kurz muss weg. 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 Es schreibt mir, dass wir so viel Leid sein mal heute. Die Bürgerinitiative Salzburg wacht auf, sagt danke fürs Kommen und wir hoffen, dass wir das nächste Mal noch viel mehr werden. Danke fürs Kommen! Sagt euren Freunden und Familienmitgliedern Bescheid, bringt alle mit. Jeden Sonntag 14 Uhr am Mozartplatz, jeden Montag 18 Uhr am Residenzplatz. Salzburg wacht auf, Salzburg marschiert zusammen. Wir setzen ein Zeichen für Freiheit, für Friede und für unsere Grundrechte. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Entschuldigung, liebe Freunde, der junge Mann hier rechts an meiner Seite hat sein Handy verloren, ein Samsung Galaxy. Wenn es wer gefunden hat, bitte melden bei uns. Danke euch. Friede, Freiheit, Solidarität. Friede, Freiheit, Solidarität. Friede, Freiheit, Solidarität. Friede, Freiheit, Solidarität. Whoever controls the media controls the minds. Oh ja, das stimmt. Eines des Wurzels übeln. Ja, es fängt an mit der Berichterstattung, mit den Medien. Ja, sagen wir mal so, die beißen sich überall schon in den Schwanz. Ja. Wieso bist du heute da? Warum ich heute da bin? Um erstens mal Chronist zu wirken, als zweitens einmal um meine Solidarität euch, uns allen gegenüber zu zeigen. Zum anderen, weil es um so Nachwuchs geht, aber wenn ihr ein schönes Leben schon gehabt habt, ja, muss deswegen alles meins vorbei sein, aber das von den Kindern schon erst recht nicht, weil wir die Zeichen des Faschismus erkennen, der heranwächst, die nicht wegschauen. Brauchen wir denn nochmal die genaue Wann in Wien? Wie viel Uhr? Gibt es noch eine kleine Durchsage anscheinend? 2021, 13 Uhr am Heldenplatz in Wien. 9 Bundesländer, ein Ruf. Kurz muss weg. Oder mehr noch. Genau, sechs, es geht rund in Österreich. Also egal welches Bundesland, es zieht noch. Und ich bin stolz auf die Salzburger. Wirklich, so viele Salzburger sind da. Das ist das Vierfache von letzten Mal oder Dreifache. Ha? Ah, so mit der Sechs, man wird eher nicht weniger bei jedem Mal spazieren gehen, sondern eher mehr. Somit fürchte sich nicht, man ist nicht allein, ich brauche sie. Ist gesellig unterwegs. Und somit würde ich sagen, jetzt genieße ich noch den Abklang hier. Das geht jetzt ohne euch auch. Schaut einfach jetzt vor die Tür raus und kommt zu uns her. Bis dahin dann. Tschüss. Ha.
Seht, da hinten stehen noch ein paar unbeugsame Spazierengeher. Aber ich habe jetzt wirklich genug spazieren gegangen. Morgen um 18 Uhr am Residenzplatz geht es ja wieder los mit dem nächsten Spaziergang. Und ja, ich werde jetzt auch heimgehen. Ich habe mir das jetzt auch endlich einmal, wie viele andere, verdient, die Füße daheim hochzulegen. Somit danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Da wird klar sicher sage ich das. Letztes Mal habe ich für meinen besten Freund in Friedens- und Menschen- und Grundrechte, ich werde eigentlich drei Namen, das wisst ihr noch gar nicht, zu euch ausrichten natürlich, dass ich euch Gute wünscht ins neue Jahr. Weil letztens habt ihr nicht zurückgeantwortet, wie er das an euch gerichtet hat. Dann in der ihr könnt es nicht hören, mein besten Freund, den Friedensgrund und Menschenrechte. So, ich hab's ja jetzt gesagt. Okay, somit dann danke fürs Vorbeischauen wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, hab ich was vergessen? Ja, finde ich auch, dass den Rest einmal selber schneiden wird. Den Rest begreift es sicher selber. Komm her.